Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM mit den Kick-Ass Winter Deals und zwar dem Kick-Ass Deal R7 5800X RTX 3070 für 1549 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Die Sache ist die, das Video hatte ich vorbereitet schon einen Tag vorher, da war ein anderes Gehäuse drin, das ist allerdings nicht mehr verfügbar, die haben das jetzt aktualisiert, haben ein anderes Gehäuse genommen. Kommen wir zuerst zu dem Bild, das Bild ist fake, hier wird eine Gigabyte Grafikkarte gezeigt, es ist eine Asus drin, das ist jetzt nicht sonderlich schlimm, das variiert ja auch manchmal. Hier ist allerdings auch noch eine Wasserkühlung verbaut, das sieht stark nach einer Corsair Wasserkühlung aus mit einem MIFCOM Logo oben drauf, aber das Bild ist auf jeden Fall fake. Auch die Lüfter, die hier oben drin sind, das stimmt alles nicht, also wenn ihr die Kiste kauft, wird die so nicht aussehen. Hier sieht man das auch nochmal ganz schön mit der Wasserkühlung, hier ist ein ganz normaler Luftkühler drin. Allerdings schreibt MIFCOM immer dabei, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Mir wäre es aber lieber, dann zeigt halt nur das Gehäusebild oder eben wirklich das System, wie es ist. Ich sag's immer wieder, ich finde das immer schade. Die Leute bestellen das dann, achten auch ein bisschen auf die Optik. Ja, und dann kommt das Ding nach Hause und es sieht nicht so aus. Kommen wir auch direkt zum Gehäuse, das ist das Corsair Carbide 175R RGB Glasfenster. Da muss ich noch dazu sagen, vorher war dieser Silentium PC Signum SG1X TG RGB drin, das würde sogar 15 Euro mehr kosten, das ist aber nicht mehr verfügbar. Ich hatte es erst vorkonfiguriert, ich habe es jetzt auch aktualisiert mit dem Gehäuse. Ich muss hier ganz klar sagen, dass das andere Gehäuse mir auch besser gefallen hätte, weil hier habt ihr halt nur oben und unten einen Lufteinlass und nur einen Lüfter in der Front, das war's bei diesem Gehäuse. Ihr müsstet schon noch so zwei, drei Stück mit dazu konfigurieren, wenn das überhaupt geht bei MIFCOM, dass eben noch einer im Heck landet und vielleicht noch zwei Stück weitere in die Front, weil das ansonsten Airflow-technisch nicht so geil ist. Ich habe mir dazu auch einige Reviews angeschaut. Es ist jetzt nicht mega schlecht, wie ein Gehäuse mit einer komplett geschlossenen Front, aber es ist auf jeden Fall nicht optimal. Gerade wenn ihr so ein 5800X mit einem Luftkühler drin habt, wo die Wasserkühlung das auch nicht rausführen kann und eben eine 3070, die erzeugt nämlich auch ordentlich Abwärme. Ansonsten sieht man halt auch, es ist nichts Besonderes. Also es ist nicht sonderlich viel Platz in dem Case. Gut, man hat hier eine schöne Aussparung fürs Mainboard, das ist immer ganz interessant fürs Bauen und so. Das betrifft euch aber nicht, weil es ja sowieso ein Fertig-PC ist. Und ihr seht auch hier an der Rückwand, Kabelmanagement technisch ist da auch nicht viel los. Also das andere Gehäuse war da wirklich besser. Und das kostet 75,26 € bei notebooksbilliger.de. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5800X. Den sehen wir auch öfters in Konfigurationen von Systemintegratoren. Ich nehme den auch immer zum Testen von Wasserkühlung und so weiter. Der hat nämlich eine TDP von 105 Watt. Der genehmigt sich aber auch gerne mal 142 Watt und ist dazu noch schwer zu kühlen, weil er eben komisches Chip-Design hat. Da kann sich die Wärme nicht so auf dem Heatspreader verteilen. Ansonsten hat er 8 Kerne, 16 Threads, wie gesagt die 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Den könnt ihr auch mit 3600 oder 4000 betreiben, überhaupt kein Thema. MIFCOM hat hier auch 3200er genommen, hält sich damit an die Spezifikation. 3600er wäre ganz geil gewesen, kommen wir aber gleich noch zu. Ansonsten ist das kein schlechter Prozessor. Könnt ihr mit streamen, könnt ihr mit zocken, ist natürlich ein bisschen älter, weil wir sind schon in der 7000er Generation, aber der 5800er ist schon noch in Ordnung. Ist halt auch dann ein älterer Sockel, AM4. Sprich, ihr könnt bei dem Mainboard hinterher keinen 7000er mal irgendwie draufschmeißen, weil das schon AM5 hat. Und der kostet 235 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Aorus Elite AX-V2. Das hat gekühlte Spannungswandler, ein schönes I/O-Shield mit ein bisschen RGB-Beleuchtung, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier kann noch eine weitere verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein. Da haben sie sogar dran gedacht, ordentlich Platz zu lassen, weil die Grafikkarte das ja ansonsten überdecken würde, wenn hier die Erweiterungsslots wären. Und dann habt ihr 3 Erweiterungsslots eben für, was weiß ich, USB-Erweiterungskarte, Capture-Card, was ihr gerne so damit machen wollt. Dann haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, zieht das Bild bitte über die Grafikkarte und WLAN und Bluetooth haben wir auch mit dabei, ist auch ganz nett. Das ist schon völlig okay, das Board. Ist kein Micro ATX oder so, B550er Chipsatz ist auch okay, man könnte den nämlich auch mit B450 oder so betreiben oder X570, was sogar noch ein bisschen besser wäre, aber das ist wirklich angemessen in dieser Preisklasse, ist okay. Und das kostet 165,92 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB Asus Dual SI. Das wird dann wohl diese hier sein, natürlich ist es nur ein 2-Fan-Design, also
zwei Lüfter auf der Karte drauf. Drei würde mir besser gefallen, weil die brauchen dann nicht so schnell laufen, werden auch nicht so laut. Ansonsten ist die 3070 für WQAD zum Beispiel eine gute Karte. Für 4K würde ich wieder eine andere nehmen, aber so für die meisten Spiele reicht das auf jeden Fall aus. Natürlich gibt es auch schon die 4080 und die 4090, die werdet ihr in dieser Preisklasse aber nicht bekommen, es sei denn, die bauen quasi billige Komponenten um die teure Grafikkarte herum, was sie hier nicht machen. Das ist völlig angemessen, auch gut für den Prozessor, passt. Den FPS ist dazu, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 609 Euro bei eBay über Mediamarkt. Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro 2x8 GB. Das heißt, wir haben hier Dual Channel, 16 Gig, ja, sind okay. Also 32 würde ich heutzutage schon einbauen. Kommt auch immer drauf an, was ihr damit macht. Wenn ihr wirklich nur so, was weiß ich, FPS-Spiele spielt, also sowas wie Valorant oder so, dann braucht ihr das nicht. Aber viele Spiele fordern mittlerweile schon mehr als 16 GB. Auch wenn ihr streamt, ihr habt dann OBS offen, ihr habt Discord offen, noch ein Chatbot laufen, vielleicht noch ein Browser-Tab und dann das Game selber. Also 16 Gig werden dann irgendwann zu wenig. Aber hier in der Preisklasse ist es noch okay. 3200 MHz habe ich ja eben schon angesprochen, ist genau die Spezifikation von AMD. Ich würde immer 3.6er nehmen, lief bisher auch immer problemlos. Ihr habt dann noch ein bisschen RGB-Beleuchtung und so und Dual-Channel, ist alles gut. Und er kostet 66,57 € bei Playox.de. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 3000 MB die Sekunde. Das ist okay, das ist schon eine etwas schnellere. Es gibt zum Beispiel auch die Kingston NV1 oder NV2, die sind ein bisschen langsamer. Die hier ist so ein Mittelmaß, es gibt auch noch welche mit 7000 MB die Sekunde, das braucht ihr aber nicht. Für den normalen Zocker hätte sogar eine langsamere gereicht, ist aber schön, dass sie mit dabei ist. 1 TB müsst ihr selber entscheiden, ob euch das ausreicht. Ich habe da jetzt nichts dran zu meckern. Ihr könnt es natürlich auch umkonfigurieren auf 2 TB oder so. Je nachdem, wie viele Spiele ihr da spielen wollt und was für welche. Ihr könnt hier jetzt Counter-Strike, Valorant, Minecraft, alles ganz easy installieren. Habt ihr jetzt aber AAA-Titel, die fressen mehr Speicher, würde ich vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Und die kostet 69 Euro bei computeruniverse.net. Als Netzteil bekommen wir ein 750 Watt MIFCOM Performance M1G Teilmodular. Wenn ich hier in die PSU-Tierlist reingucke, die ich euch jetzt auch gerne noch verlinke bei mir in der Videobeschreibung, dann ist da noch nichts zugeschrieben. Wenn wir jetzt hier schauen, MIFCOM Performance, steht noch nicht, welcher Hersteller da genau hintersteckt. MIFCOM selber sagt, dass es teilmodular ist, goldzertifiziert und hat 3 Jahre Garantie. Ich nehme jetzt zum Vergleich das die Sonic G12. Es ist nicht modular, ja, weiß ich, dafür hat es aber 5 Jahre Garantie, auch 80 plus Gold. Das ist einfach nur, dass wir einen Preispunkt haben. Ich kann euch halt nicht genau sagen, was für eins da drin ist. Das Einzige, was ich halt ein bisschen blöd finde, die geben auf ihr eigenes Netzteil nur 3 Jahre Garantie. Zum Vergleich, das hier hat schon 5 Jahre und das ist die G12-Serie, die ist jetzt nichts Besonderes. Be Quiet gibt auch teilweise 10 Jahre, auch Seasonic auf die Focus-Reihe zum Beispiel und MIFCOM eben nur 3. Das entspricht genau der Dauer des Gesamtsystems. Das ganze System hat 3 Jahre Garantie. Wenn das Netzteil danach abraucht, dann steht ihr da. Nichtsdestotrotz, 750 Watt für das System völlig ausreichend. Habt da sogar noch ein bisschen Puffer, könnt später, wenn ihr wollt, sogar noch eine stärkere Grafikkarte einbauen. Inwieweit das Netzteil das dann mitmacht, kann ich euch leider nicht sagen. Und das kostet für den Preisvergleich 80,14 Euro bei csvdirekt.de. Kühlung und Optik, wir bekommen als CPU-Kühler einen Arctic Freezer A35 ARGB Luftkühler. Das ist schon okay, das kann man machen, klar. Ich würde immer auf eine Wasserkühlung gehen, zumindest eine 240er oder so einen dicken Luftkühler, wie zum Beispiel ein Darkhawk Pro oder sowas in die Richtung. Aber das ist schon okay. Wenn ihr wirklich nur damit daddelt und ein bisschen streamt, ist das in Ordnung. Kommt nicht auf die Idee, da irgendwie Videos drüber zu rendern dauerhaft. Wenn ich jetzt hier so ein Video aufnehme und das rendert dann eine halbe Stunde, wird er auf jeden Fall zu warm. Und der kostet 34,74 € bei Völkner. Ansonsten haben wir noch Windows 11 Home 64-Bit mit dabei. Das muss bei dem Prozessor gar nicht mal sein. Bei Intel mit dem Performance- und Efficiency-Kern auf jeden Fall. Hier muss es nicht sein, da würde auch Windows 10 reichen. Sie legen natürlich das aktuellste Betriebssystem bei, installieren euch das vor mit allen Treibern, machen sogar noch ein BIOS-Update. Das ist schon okay, das kann man machen. Und das kostet 68,90 € bei MySoftware. Ansonsten haben wir noch 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return und ich sage es immer wieder in den Videos, 3 Jahre ist nicht selbstverständlich und das volle Pickup und Return Programm auch nicht. Viele sagen zum Beispiel einfach nur 3 Jahre Garantie oder 2 Jahre und davon nur 1 Jahr lang Pickup und Return, dass der Postbote dann zu euch nach Hause kommt, das Ding abholt, sonst müsst ihr das halt selber zur Post bringen oder warten, dass der Postbote zufällig bei euch klingelt und ihm das in die Hand drückt oder ihr seht das Auto draußen irgendwie herfahren, dann rennt ihr schnell raus. Aber 3 Jahre ist wirklich gut, muss man so sagen. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von MIFCOM, es gibt einige Systemintegratoren, die machen das auch so, aber dann meistens mit Aufpreisen oder so. Ich finde das wirklich in Ordnung. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.404,54 €. Das System soll kosten 1.549 €. Das ist jetzt kein Kick-Ass-Deal, aber ist okay.
Kann man machen. Ist nicht zu teuer. Ich habe ja ganz oft das Problem bei MIFCOM, dass die PCs dann 300 oder 350 Euro zu teuer sind gegenüber Selbstbau. Ja, da kommen natürlich noch einzeln Versand und so mit dabei, genauso wie bei MIFCOM selbst. Aber das ist in Ordnung. 150 Euro Aufpreis kann man machen. Gerade in Hinsicht von diesen 3 Jahren Garantie und Pickup und Return und den ganzen Scheiß. Was ich halt blöd finde, das Gehäuse sollte man vielleicht tauschen. Die haben auch leider nur 3 Stück zur Auswahl. Wenn wir hier mal schauen, dann hätten wir nur noch das Signum SG1M, was jetzt Airflow-technisch auch nicht so viel besser ist. Und das, was vorher drin war, schön mit diesen 3 Lüftern auch, das ist halt einfach nicht verfügbar. Finde ich auch wirklich schade, dass die wirklich nur diese 3 Stück haben. Bevor jetzt jemand sagt, ja, aber du hast doch einen Filter da oben drin. Nee, kann man nicht löschen. Wenn ich da draufklicke, passiert nichts. Also man kann wirklich, hier, kein Fenster, dann bleibt das übrig. Mit Glasfenster, dann kommen diese 3 wieder nur. Also ich kann da nichts ändern. Solltet ihr das System kaufen, schaut, dass ihr euch noch irgendwie Frontlüfter besorgt und vielleicht noch 2 Stück mit dabei baut. Oder vielleicht sogar schaut, ob MIFCOM das machen kann. Schreibt es mit in die E-Mail von der Bestellung. Ich hätte gerne noch 2 Lüfter oder so. Dann ist das System schon in Ordnung. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr eine Konfiguration oder so braucht, schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.